Eins, zwei, drei, vier. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute überglücklich, weil mir Motorola sein neues Moto Z zugeschickt hat, dass ich das für einen Testzeitraum testen kann, aber auch drei Module. Und wir schauen uns heute mal an, was hier in diesen sehr, sehr schicken Packungen drin ist. Also, los geht's. Ach, das sieht doch schön aus. Motorola hat in meinen Augen ein sehr gelungenes Design, was Produktdesign und auch Packungsdesign angeht. Und wir schauen uns jetzt mal das allererste Modul an. Das hier ist der JBL Sound Blast, Sound Boost. Das ist ein Lautsprecher, den man hinten an das Handy dran klippen kann. Für alle, die es noch nicht wissen, das Moto Z ist das erste wirklich richtig cool modulare Smartphone, wo man die Rückseite auswechseln kann mit Modulen. Jetzt muss ich die Packung hier aufkriegen. Naja, und dieses Ding hier ist im Endeffekt ein Bluetooth-Lautsprecher für euer Handy und eben am Handy dran, sogar mit einem eingebauten Akku noch. Komm raus! So, in der Packung haben wir jetzt einfach irgendwelche Anleitungen. Das interessiert uns gar nicht. Das ist nämlich Plug and Play. Das ist ziemlich cool. Und hier ist das relativ schwere Modul. Noch original verpackt. Ist das cool! Ach, wie kann man sich so freuen wegen Technik? Ach, ich bin einfach ein Fan. Es gibt schon einen Grund, warum ich einen Technikkanal habe. Gibt schon einen Grund. So, hier haben wir das Modul. Es wirkt fast, als wäre es aus Metall, ist aber aus Kunststoff, ist einigermaßen schwer und wirkt deswegen irgendwie hochwertig. Aber wir legen es jetzt mal zur Seite und schauen uns direkt das nächste an. Und das ist ziemlich cool. Ein Beamer für euer Handy. Das Coole an dem Beamer ist jetzt, dass es der in etwa aus dem Lenovo Yoga Tab 3 Pro, was ich ja schon mal getestet habe, allerdings nochmal ein bisschen besser. Dieses Modul kostet 300 Euro oder 350 Euro. Hier seht es eingeblendet. Also ziemlich teuer und ist damit, glaube ich, eins der teuersten oder das teuerste Modul. Das ist jetzt der Beamer mit Standfuß, den schauen wir uns gleich an. Und dann ist hier noch eine Transporttasche dabei, sodass man den halt immer geschützt dabei haben kann, weil man natürlich nicht immer einen Beamer auf seinem Handy braucht. Auch hier sind wieder Anleitungen, weg damit. Und wir wollen ihn uns mal anschauen. Tada! Da ist er. Wow, der sieht auch richtig hochwertig aus. Ich hatte den nur Pre-Release bisher in der Hand, da war er noch nicht final. Aber der hat jetzt sogar einen Standfuß hier. Bedeutet, man kann es eben auf den Tisch stellen, sogar an die Decke hin ein Bild projizieren von der liebsten Netflix-Serie und dann mit dem Handy auf einem 70-Zoll-Display das Ganze gucken. Es ist, glaube ich, eine 480p-Auflösung, klingt richtig mies, wenn man es so zum ersten Mal hört, sieht aber tatsächlich viel besser aus, finde ich. Und jetzt kommen wir zu einem der Highlights, das Hasselblad-Kameramodul. True Zoom heißt es, ja, mit einem 10-fach optischen Zoom. Das ist schon eine Ansage für ein Smartphone. So, das hier ist die Packung. Da kann man nämlich dann auch das Hasselblad-Modul reinmachen. Will man natürlich auch schützen, weil es ja was Wertvolles ist. Und man kann es auch so ein bisschen, finde ich, als Kompaktkamera ansehen, die man aber ans Handy dran klippen kann. Und dadurch hat man natürlich den wahnsinnigen Vorteil, dass man direkt in Snapseed und auf Instagram und so weiter die Bilder nachbearbeiten und posten kann. Es ist tatsächlich das dickste Modul von denen allen. Aber hey, da ist auch ein optischer Zoom dran und so sieht's aus. Ich habe es euch schon mal in einem Video gezeigt. Sehr, sehr cool, sehr hochwertig. Sieht tatsächlich nach einer Hasselblad aus. Und jetzt kommen wir zum Star of the Show, dem Moto Z selber. So, das ist das normale Moto Z in Schwarz, wie ich gerade sehe. Sehr schön. Und wir nehmen es mal raus. Oh mein Gott, ist das dünn. Ich meine, ich hatte das jetzt ja schon echt öfter in der Hand. Aber what? Ich meine, zieht es euch rein. Das ist einfach mal halb so dick gefühlt wie das Note und das Note ist schon dünn. Alter, ich krieg das gar nicht auf die Reihe. Es ist echt wahnsinnig dünn. Man fragt sich, wo da der Akku ist. Aber okay, was kann es noch außer dünn zu sein? Hier haben wir, das ist ja cool, wieder eine Hülle dabei. Die ist eigentlich echt cool. Das Gerät ist weiterhin dünn, aber ist an den Ecken geschützt. Kann also nichts passieren. Sehr geil. Und da kommt noch ein Highlight und zwar ein Style Mod. Heißt das Style Mod? Ich glaube, es heißt Style Mod. Ja, gefällt mir, muss ich schon sagen. Es gibt noch ein letztes Modul, was ich aber nicht hier habe. Das ist sozusagen ein Battery Case. Und das hier ist auch schon ganz schön cool. Und die Kamera steht auch nicht mehr raus. Das muss man auch anmerken. Was ist noch in der Packung? Wir haben hier noch einen Turbocharger, der das Gerät natürlich wieder wahnsinnig schnell aufladen wird. Dieses Jahr sogar über USB-C. Und speaking of which, sagt man das so? Ich glaube schon. Haben wir hier ein USB-C auf Klinke-Adapter, weil dieses Handy keinen Kopfhöreranschluss mehr hat. Und so kann man dann normale Kopfhörer anschließen oder man nutzt halt einfach Bluetooth-Kopfhörer. Sehr, sehr nice. Allerdings, dieses Ding hier kann man wahrscheinlich recht leicht verlieren, es sei denn, man lässt es immer gleich an den Kopfhörern angeschlossen. Und ja, im Endeffekt ist hier noch so ein SIM-Karten-Tool und ein paar Zettel. Aber nichts wahnsinnig Interessantes, deswegen schauen wir uns jetzt mal das Gerät an. So, neben dem Moto X Style, was ich hier habe, sieht es natürlich ein bisschen weniger schlicht aus in meinen Augen, weil wir jetzt hier unten diesen Fingerabdrucksensor haben, der zwar super schnell ist und in einer super Position, aber ich finde
ihn halt nicht so schön. Drüber steht jetzt auch noch Moto. Das war ja auch nicht so früher bei Motorola, dass vorne auf der Vorderseite steht, welcher Hersteller es ist. Und auf der Rückseite sehen wir natürlich auch, klar, es ist weniger minimalistisch wie das alte, aber wenn man so einen Mod dran macht, dann sieht es gleich ganz anders aus und dann gefällt es mir eigentlich sogar sehr gut. Und es fühlt sich richtig geil an, der Stoff. Ich bin echt überrascht. Jetzt möchte ich mich aber bei euch fürs Zuschauen bedanken, denn das Video geht schon viel zu lange, aber es gab so viel zu sehen. Ich freue mich schon sehr aufs Review zu diesem Gerät. Ich hoffe, ihr auch. Falls es so ist, lasst doch ein Like da und dann sehen wir uns dort wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.